Hinter uns sind ein Verräter. Und es wird Dennis sein. Sind ein Verräter. Ja, das hat mich vorhin schon verraten, ne? Mhm. Ja, ist mit kleinen Button. Du hast gerade das Licht kaputt gemacht. Ja, hab ich. Machst du das wieder ganz bitte? Nö, warum? Warum fühle ich mich so verfolgt? Wirklich nicht, oder? Ich meine, dafür gibt es ja Follower, dass man sich verfolgt fühlen muss. Aber irgendwie ein bisschen putzig. Eine Leiche habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, wenn das unten da steht, Kill töten, dann muss ich das machen, ne? Das ist in Rot. War das, du bist du gegen neben irgendwann bist, der nicht blau ist? Und dann tötest du einfach. Ah, okay. So ging das, ich wusste es jetzt nicht mehr. Und dann reportest du und sagst, blau war das. Ah, okay. Selbstwort und so, sozusagen. Genau, so macht man das. Ich verstehe. Ist aber ohne verflixte Technik. Da ist hier noch gar nichts passiert, dass die Runde noch läuft. Moment. Kleine Sau. Du kleine Sau. Ja, das muss ich ja probieren, oder? Es ist eine gute Idee, aber... Also stand es halt wirklich voll auf sich drauf. Bei Shorty war die ganze Zeit mit mir mitgelaufen. Weißt du, was ich glaube? Das ist der pinke und der andere Mädchen. Weil, warum war er direkt gesagt hat blau? Weil er direkt blau sagt, ohne irgendeinen Zweifel. Gucken wir mal. Weil er direkt blau sagt, ohne irgendwas. Wenn es ist, dann kann man sie ja dann auch rausschmeißen, ne? Ich vermute es zumindest. Ja, ganz entspannt. Gucken wir mal. Ja, ich hätte schon viel früher töten können. Wollte ich eigentlich warten, bis ein anderer kommt. Da kam mal ausgerechnet der. Das ist halt blöd. Das ist halt der kam, der ich gerade so. Unter uns ist ein Verräter. Du, ja, das ist Dennis. Was? Ich bin's schon wieder. Da dachte ich mir. Also wie gesagt, wenn ihr mitzocken wollt, dann zockt mit. Kommt mit rein, aber bitte nicht streamsnipen. Deine Asteroiden-Task. Was? Also diesmal da gar nicht in der Asteroiden-Task. Nee, weil du da oben stehst. Ich wollte das jetzt nicht wieder so. Ja, genau. Ich wollte nicht wieder ewig die Sekunden zählen, hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ich kenne dich. Oh, der hat die Quest wieder nicht gezählt. Was, die Kill-Quest? Die Kill-Quest. Mrs. Diamond ist tot. Gerade reingekommen und schon tot. Na toll.
das muss ja gewesen sein, Licht ging aus und das Licht war ja noch nicht lange aus. Das war ja so, dass, nee, du das mit, war jetzt, dass man hingelockt ja, worden das ist. War jetzt schon, das war jetzt schon ein paar Sekündchen aus. Also ich war ja noch am Download, wo du runter bist, da ging es aus und da habe ich meine Waffen, also Intas noch fertig gemacht, komplett. Und dann bin ich nach Cafeteria gelaufen und es war immer noch aus. Ach, das war schon lange aus. Irgendwie kriege ich leicht Aggression, ne? Wegen den Herrschaften? Ja. Vielen Dank. Wer auch immer damit gewotet hat. Also ich auf alle Fälle. Ich war mit. Ja, da ging mir auf den Keks. Und ich denke, Mark Kim hat auch mitgemacht. Ja, weil er nicht kapiert hat, was wir gesagt haben, dass wir. Niemand sprach ja, den an. Wir haben bloß wieder mit seinem blöden Ticker und alles fett Caps Lock und. Ja, ja. Aber der andere hat mit seiner blöden Antwort, wenn ich frage, wo seid ihr gerade zu Hause? Ja, also, wo seid ihr gerade in meinem Zimmer, so wo ich sage, ihr, okay. Teamen. Machen wir das Thema wieder? Ja, keiner sich dann macht, ne? Ne, überhaupt nicht. Ah, hab's mal gemacht, ne? Die anderen beiden standen vor dem Schrank, haben aber nichts gemacht. Ich weiß nicht, was die da angestellt haben. Ach so, das war der Roboter von Mrs. Diamond. Der flog hier gerade durch die Kante noch. Okay. Ist noch über die Karte gelaufen. Das wartet ganz gespannt. Ja, das war jetzt jemand, der trollen will. Der will schreiben, du kannst keinen Deutschen, schreib selber nicht Deutsch. Ja, ich glaube, der Schnackels, der trollt einfach nur. Schnaggelst du, welches Level hat er? Na gut, kann man drauf glauben. Sie hat aber dich gerade gar nicht genannt, ne? Was? Corona, also Kim hat gar nicht dich genannt gerade. Ja, aber ich habe gesagt, dass ich dabei war. Wie kann das denn nur passieren? Weiß ich auch nicht, auch wer hier so trollt. Ich finde es schön. Also Schnackels glaube ich jetzt noch nicht, dass der trollt. Ich finde es das schön, dass wir ohne Absprache hier einfach raus. Alle derselben Meinung sind. Das ist schön. Ja, das ist ja wie jedes Mal. Wir müssen erstmal eine Lobby bauen, die irgendwie funktioniert. Ja. Weil wir halt. Aber hier, die. Okay, hier sitzt der Roboter hier, jetzt fliegt er nicht durch die Kante. Du. Ich verstehe. Schöne Gesicht aus. Jetzt könntest du einfach mal die Stromrechnung bezahlen auf dem Raumschiff. Das kann doch nicht sein. Jedes nee, Mal dasselbe. So viel Geld. Das willst du doch gar nicht von den Spesen zahlen. Ich glaube, ich weiß was. Na dann mach. Nicht. Läuft. Nicht?
Wie viel sind denn eigentlich noch? Ich war mir so safe, dass da eine Leiche liegt. Bei der Ewigkeiten eine Person in dem Raum. Anscheinend nicht. Oh, ich muss noch was machen. Du. Ich sehe, wo der Geist die ganze Zeit lang fliegt, weil hier Roboter mitfliegt. Durch die ganze Kreis. Durch die Karte. Okay, interessant. Interessant. Ob sich mein Verdacht bestätigt. Wer hat mich gefunden? Kim hat mich gefunden. Okay. Da sind noch viele Leute drin. In Erlegrad die Eiche. Warum kamst du von oben? Wie meinst du denn das? Ich bin dann dafür, dass wir danach die beiden rauskicken. Shorty und Stroll. Naja, Shorty und Stroll. Die träumen jetzt noch weiter rum im toten Shit oder was? Man sagt für ihn freundlich, dass er sich benehmen soll und dann. Ja. Kindergarten wird groß geschrieben hier. Schnaggels hat gewählt. Stimmt allerdings. Wenn du falsch rauskriegst, dann machst du das. Da fehlt noch eng. Oh, aber trotzdem haben zwei Wohner gewählt. Die beiden haben Kim gewotet. Ja klar, wenn du und Verona geskippt haben, müssen ja die anderen beiden theoretisch gemacht haben, sofern Verona geskippt hat. Also ja, sie also kann um sich selbst voten. Genau, so. Und Schnackels hat auf jeden Fall sie gewotet. Weil der ist direkt drauf angesprungen. Mensch, nee, man sitzt ja bei dem Roboter. Aber das ist echt komisch, dass die mit ihrem Geist. Ich sehe das hier richtig, ihr Geist fliegt hier rum und dabei ist der Roboter die ganze Zeit dahinterher. Du siehst die ganze Zeit diesen Geist über die Karte, diesen Roboter über die Karte fliegen. Hast du den noch nicht gesehen? Nein. Ich sag dir das mal, wenn du mal in der Nähe bist. Sag ich dir das mal. Du musst. Jetzt müsstest du was sehen. Siehst du jetzt nichts? Nein. Okay. Gar nichts. Okay. Da war jetzt der Roboter, der ist ja gerade über dir hoch und runter und hoch und runter gegangen. Ja, das Geist halt ihren Roboter mit.
Interessant. Aber auch interessant zu sehen, dass der Schutzengel nur eine und dieselbe Person safe die ganze Zeit. Simsi mit Pro. Wer hat gefunden? Dennis hat gefunden. Mrs. Diamond hat das Spiel verlassen. Leiche liegt in der. Corona kam mir entgegen und war in Navi und Weapon und jetzt Cafeteria. Hab nichts gesehen. Das heißt, du verdächtigst Corona, dass sie den Kill begangen hat. Sehe ich das so richtig? Dennis voll konzentriert. Ja. Shorty ist raus. Dankeschön, Shorty. Geht bestimmt gleich der andere Vollidiot auch. Na komm, raus mit dir. Ja. Im Trollspiel steckt ja auch das Wort Troll drin, ne? Ey, kein Plan, ne? Das klingt so wie gerade so frisch auf dem Joint. Ey, kein Plan, Alter. Ich spiel zum ersten Mal. Das ist so ein Scheiß. Oha. Oha. Schnaggels. Was entscheidet Schnaggels? Er vertraut dir. Kim hat sich ja gar nicht verteidigt dazu. Du Mörderin. Ich hab dir vertraut. Eiskalt hat seinen umgebracht. Aber dann war es schon richtig. Dann kam sie von oben. Ja, ja. Du hast schon wieder gut kombiniert. Ja. Unter uns sind zwei Verräter. Nee, ja, ich weiß schon zwei. Mini und Dennis. Weißt du das? Ja. Ich kann halt mitdenken. Na toll. Aber ich finde schön, dass Mini genauso spielt, wie wir es damals überlegt haben, das mit dem Muten, aber wenn wir so wenig Leute sind. Zumindest hat sie sich gerade kurz gemutet. Ich bin es gewohnt, dass wenn ich mit irgendjemandem auf Discord oder Among Us spiele, dass ich in der Runde gemutet bin. Also, ja, wie gesagt, wir quatschen halt ja so, ohne uns gegenseitig zu spoilern oder sowas, wer es ist. Da geht das immer ganz gut. Wenn wir mehr Leute sind, und dann würden wir das vielleicht auch mal so machen. Dass wir halt dann, ja, das ist dann schon besser mit Muten. Ihr habt ja auch immer eine ganze Lobby, wo ihr nur eure Leute drin habt. Dann macht das auch Sinn. Eine volle Lobby. Wir haben ja hier die ganze Zeit hauptsächlich Textlobby. Und leider auch mal ganz viele Idioten. Ja, es dauert immer eine Weile, bis man eine ordentliche Lobby zusammen hat. Udo. Verfolgst du mich? Okay, auch sehr schön. Wer ist ein Udo? Ich kenne keinen Udo. Keine Ahnung. Das Skala Sofa, ach so, Skala Sofa ist schon raus, das ist gut. Udo Trip TVA. Achso, ja, so Klobi fliegt dann raus, würde ich mal sagen.
Und Amogus sagt nichts dazu. Was seid denn ihr alles für Trottel? Manchmal fragt man sich echt, was sind das hier wieder für Leute in der Lobby? Na gut, der fliegt wenigstens raus, ist okay. Ich kann die zwei Votes bei mir nicht verstehen. Weil du so aggressiv geschrieben hast im Chat. Ich hab gar nichts geschrieben. Ich weiß. Wow, das war ja wirklich der. Das heißt, woher wusste es Amogus?